Hallo Engel, hallo Tyrawal. Ich war noch kurz am PC. Die Kategorie umstellen. Dass auch das Spiel eingestellt ist und nicht irgendwie Demos. Ja. Warum so früh? Weil die Tochter sich heute selbst ins Bett bringt. Deshalb. Wir starten einfach mal rein. Hättest du machen können, stimmt. Stimmt, Tyrawal. Jetzt, wo du es sagst. Ich mach mal den Intro-Film an. Denn den habt ihr noch nicht gesehen. Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hierbleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache, ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut. Und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Erzmutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf dass deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy!
so ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie ich eine der meine nur Pflicht. Eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir. Und so kommt's zu diesem Intro-Bild. War für euch die Stimme auch so leise wie für mich? Irgendwie war bei mir die Stimme ganz leise. Mach mal die Musik ein bisschen leiser. Für dich war es gut. Okay, vielleicht starte ich nochmal mein Headset neu. Mach ich mal eben. Okay. Schauen wir mal, ob es jetzt besser ist. Ihr hört mich weiterhin, hoffe ich. Und ich starte nochmal ein neues Spiel. Schwierigkeit normal. Würde ich sagen. Ich bin jetzt lauter. Okay. Nochmal gucken. Ob die Sprache, die Stimmen der Akteure für mich auch lauter sind. Auf jeden Fall. Ja, sehr schöne Bilder, würde ich sagen. Tolle Musik und viele offene Fragen, die dieses Intro bietet. Aloy! Aloy! Du hast lauter Bären. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Ah.
Komm schon. Eine Art Höhle. Ja, das ist ein PlayStation 4 Spiel, was ich jetzt hier auf der... Hier unten sind Ratten. PlayStation 5 Spiele. Und die Grafik ist schon ziemlich gut. Also ein paar Sachen sind nicht so ideal, aber ich finde zum Beispiel die Nässe in ihrem Gesicht sah ein bisschen komisch aus. Also man hat gesehen, dass es nass ist, aber sah irgendwie nicht aus wie normale Nässe. Hier schöne Spiegelung im Wasser. Naja. Okay, ist natürlich ein Spiel, wo ich öfter mal leise bin, weil dann die Story weitergeht. Aber gut, das kennt ihr ja schon aus Skyrim. Und den Teil habe ich schon gespielt, aber ich... Ziemlich eng, aber ich passe durch. Ich wiederhole es jetzt natürlich. Und das ist jetzt das Tutorial. Wie ihr seht. Man lernt... Es muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Die Metallwelt, genau. Man lernt die ersten Bewegungen. Sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Fledermäuse. Da vorne ist irgendwas. Was ist das? Ein Toter. Ich sehe noch gar keinen Toten, aber gehen wir mal näher ran. Glänzt doch etwas. Ein Toter. Ein mumifizierter Toter. Lichter, überall!
Wie macht es das? Ja, und das ist meine Spezialfähigkeit. Sozusagen. Ich habe ein Stück Technologie aus der Metallwelt von dieser Mumie bekommen. Es leuchtet blau. Und jetzt schaue ich mich mal um. Eine Metalltür. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Verwende das Gerät, um den Raum zu scannen. Ich kriege hier zum Beispiel eine Info über die Tür. Brandschutztür verstärkt. Verschlussintegrität erhalten. Und man sieht hier... Noch mehr Lichter. Ein Netzkabel. Ein verstärktes Platinkabel. Es geht nach da drüben. In das Holo-Schloss. Elektromagnetischer Sicherheitsmechanismus mit holographischem Standard-UI. Interface nicht verfügbar. Was haben wir hier noch? Das ist das Holo-Schloss. Da ist was. Es hängt mit der Tür zusammen. Code Nexus. Verschlüsselungsport. Mit holographischem Display. Die Daten zeigen erforderliche Einstellungen für die Holoschlösser in der Nähe. Genau. Und jetzt muss ich halt da noch hinkommen. Und mein Fokus zeigt mir auch schon einen Weg an. Wo ich lang gehen soll. Ich habe auch die Ratte jetzt auf dem Display. Ratte. Kann ich auch markieren. Dann sehe ich da einen Pfeil, wo sie ist. Dann bleibt diese Information erhalten, auch wenn der Fokus gerade nicht leuchtet, sozusagen. Weiß nicht, kann ich überhaupt schon angreifen? Nee, kann der Ratte nichts tun. Aber ich kann zum Schloss gehen. Diese anderen Displays hier, die sind alle nur schöne Leuchteffekte. Aber sonst so nix. Nutze. Und hier steht... quasi, wie ich das Schloss einstellen muss, dass ich es öffnen darf. Ja. Dann kann ich es hier machen. Ein Farbwechsel. Farbwechsel ist gut. Kann ich jetzt zurückgehen und da durchgehen. Oh, die Ratte hat sich bewegt. Die ist jetzt hier im Raum, an der Tür. Ein Farbwechsel an der Tür. Geschafft. So. Jetzt bin ich durch. Jetzt gucke ich, was es hier noch gibt. Ist irgendeine Art Terminal, würde ich sagen. Kann ich da irgendwas machen? Da hinten sind Läufer. Feindliche Maschine.
Ah, war gut. Ich habe mich mal wieder erkältet. Ich war gestern und vorgestern auch nicht arbeiten. Da ging es mir noch schlechter. Aber dafür ging es auch schnell wieder weg. Also hat sich zum Glück nicht so lange gehalten. Ja, wir waren ja bei der Verwandtschaft, bei der Uroma. Komme ich da oben nicht rein? Und wir waren... Finde einen Ausweg, schon klar. Ich würde gerne einen Einweg finden. Ah. Direktor Evans, Einmeldung vom USRC. Black Quartz verschlüsselt. Ich habe die Nachricht auf das Holoraster geroutet. Zum Betrachten. Alles klar. Danke für die Einmeldung. Mit der ich jetzt auch nicht so viel anfangen kann. Ja, und das ist ja in Südbayern und da waren wir auch Skifahren. Beziehungsweise ich habe Skifahren gelernt. Ich konnte das ja noch gar nicht. Und meine Tochter hat es besser gelernt. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Alles heil geblieben. Außer Erkältung habe ich bekommen. Aber sicherlich nicht vom Skifahren, sondern eher vom Bahnfahren. Ja, ich bin schon oft hingefallen. Das ist so ist nicht. Aber ich kann ganz gut fallen. Was ist das? Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi! Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Genau so ist es. Ja, das ist dann wohl der Papa. Alles Gute, Isaac. Dem Papa geht's auch nicht mehr so gut. Ja, sehr viel gefallen beim Skifahren lernen. Kannst du Skifahren, Thyrawal? Du bist ja auch jemand aus dem Norden. Ein Nordkind. Ein Nordlicht. Zwäng dich durch die Lücke. Okay. Ich guck mal, ob hier noch was ist. Bin mir jetzt nicht sicher. Sieht erstmal nicht so aus. Wieder lang noch ab. Ja, genau. Skiabfahrt habe ich gelernt. Ja.
Ein Kurs, 2 Tage. Da hat mich die Alex angemeldet. Die natürlich Skifahren kann als jemand aus Bayern. Après-Ski. Après-Ski. Oder Après-Ski. Protokoll. Connor Chesson. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber. Gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Die Symbolik. Verstehe ich jetzt auch nicht. Ja, das... Après-Ski. Ja. Genau. Nee, wir waren ja nur bei der Oma und dann sind wir immer zurückgefahren. Also waren jeden Tag quasi oder 3 Tage am Berg und sind dann immer wieder zurückgefahren. Punkt. Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Jana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Ja, jetzt leuchtet er nicht mehr. Der Punkt. Man erfährt lauter Schnipsel aus der Metallwelt. Genau, 2 Tage Skikurs gemacht. Die Kleine hat 3 Tage gemacht und hat schon besser angefangen, aber ich habe gut aufgeholt. Auch mit 2 anderen Leuten aus dem Norden gelernt, Ski zu fahren. Gab auch Kinder, die sehr verwundert waren darüber, dass ich nicht Skifahren kann. Das war auch lustig. Ja. Und ja, jetzt kann ich das ganz okay. Ich konnte sogar den blauen Hang einmal komplett runterfahren, ohne zu stürzen. Und das war schon ein großes Erfolgserlebnis. Ja. Warum sind Sie hier gestorben? Was ist passiert? Danke. Ich meine, ernsthaft unsere Gedanken für die Nachwelt erhalten? Tolle Idee, Direktor Evans. Habe ich nicht schon genug für die Nachwelt getan? Wäre ich denn hier, so, wenn es nicht für die Nachwelt wäre? Ich bin fertig mit der Nachwelt. Die Nachwelt. Tja, gute Frage, warum sie hier gestorben sind. Aber sie sind hier gestorben.
Jackson Fry. Ach, da drüben. Der sagt uns nichts. Die Skylar. Und Machu Picchu. Das wollte ich schon immer mal sehen. Hat nie geklappt. Warum habe ich Owen damals nicht begleitet? Blöd. Ich hätte mitgehen sollen. Tja. Vielleicht ist das alles, was ich brauche, weißt du? Als die Tür sich geöffnet hat und du da gestanden hast, in diesen Retro-Klamotten und mit diesem Lächeln. Ich musste wegschauen, sonst hättest du es gesehen. An meinem Gesicht. Das, was gerade in mir erblüht war, verstehst du? Es war nur eine Sekunde, aber ich wusste es. Ich wusste, wir wären für immer. So, liebe Grüße von Alex und hallo Kathleen. Bitte? Okay. Liebe Grüße zurück. Okay, dann haben wir jetzt hier alle Sprachprotokolle zusammengesammelt. Also es macht so ein bisschen den Eindruck, als hätten die sich umgebracht, oder? Also, weil die liegen halt hier alle auf diesen Bahren. Naja, nicht alle. Ich weiß nicht. Und es klang auch so ein bisschen endgültig, was die so gesagt haben. Wäre ich doch einmal mit nach Machu Picchu und so. Das klingt nach Weltuntergang. Nach Weltuntergang. Walduntergang. So. Kathleen, geht's euch wieder gut? Er ist da. Rust hat mich gefunden. Hier unten. Ich komme. Ich komme. So, jetzt komme ich hier raus. Urmutter sei Dank. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt.
Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy, nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Ja, das Spielzeug. Gutes Spielzeug. Die Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Gut. Jetzt isst die Beeren. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Flussabwärts ist eine Maschinenherde. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Aloy, eine Maschine kommt. Runter und folge mir in das hohe Gras. Da. Bleib jetzt unten. Babys! Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass sie vorbeigehen. Bleib geduckt und folge mir über den Pfad ins hohe Gras. Bis später, Kathleen. Vielleicht. Oh, noch einer. Lass ihn vorbei. Komm, hier lang zurück. Je langsamer du dich bewegst, desto leiser bist du. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrechtes. Achte auf ihn. Das war der letzte. Weiter geht's.
kleinen Raptormaschinen. Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Wer ist das? Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Er lächelt uns zu. Tab! Komm nach Hause zurück! Tab! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folg mir. So, hier gibt's noch mehr einzusammeln und da unten ist doch schon die Herde. Eine Herde Läufer. Da gehen wir jetzt hin und machen irgendwas. Da, siehst du? Diese nennt man Läufer. Ha! Rennt! Warum hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Gut, genau so. Die reichen. Folgt mir. Ich sammle noch mehr. Auch noch mal Kraut, ein Kraut dabei. Ich trödel doch nicht, ich sammle Steine. Aloy, hier drüben. Aloy, hier drüben. Da ist die Herde. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab, locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg. Sonst warnt er die Herde und sie flieht, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie? Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy, wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Hat er die Maschine kaputt gemacht. So, komm, jetzt ist es sicher. Na, wenn es jetzt sicher ist. Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Plündere die Beute, Aloy. Sei aufmerksam. Gut. Jetzt sammle Reinholzzweige von den Pflanzen da drüben. Auf der Maschine, ob da noch Garantie drauf ist? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er sie jetzt kaputt gemacht. Nimm die Zweige als Schaft
und Metallscherben als Pfeilspitzen. Wenn man etwas bewusst kaputt macht, kriegt man dann das Neue nochmal. Aber ich weiß ja nicht, es war ja eher. So, und hier kann ich Pfeile herstellen. Gut, so. Dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Probieren wir sie mal aus. Folg mir. Hier, duck dich ins Gras und sei leise. Zeit für deine erste Beute, Aloy. Ein Läufer, eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das ein Schwachpunkt? Ja. Woher weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Wohl kaum. Jetzt erledige den Läufer. Zieh aufs Auge. Oder auf den Behälter. Und roll aus dem Weg, wenn er angreift. Treffer! Weiter feuern! Du warst gut heute, aber du hast noch viel zu lernen. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Was war das? Der Junge, der auf den Kriegerpfaden. Komm, Aloy, schnell. Ich kann nichts tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Wenn ich schieße, würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Es stimmt, ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Das hat er mir doch den Bogen weggenommen. Also, schleichen wir uns durch und machen noch ein bisschen Tutorial. Kann man die Spur markieren? Ich muss mich langsam und leise bewegen, damit ich mich vorbeischleichen kann.
Der guckt ja da in die Ecke. Hätte ich ja schon durchlaufen können. Sie dürfen mich nicht sehen. So. Das ist der nächste Läufer. Dann nur wieder zurück. Oh nein, der Wächter hat mich gesehen. Ja, ja. Bin aus Versehen auf Rennen gekommen. Und hab mich getötet. Ist mir noch nie passiert. Ich muss das langsam machen und leise. Das sind nur die Friedlichen. Kann ich also einmal durch. Fast geschafft. Da ist er. Das, den muss ich nachgeben. Nicht sehen. Warum haben wir da jetzt gerannt ist? Tap. Hey. Was? Kommt direkt hier vorne lang, aber guckt, glaube ich, gerade in die andere Richtung. Schnell rübergehen. Wie machst du das? Und weitergehen. Oh nein, der Wächter hat mich gesehen. Nein! Schon wieder! Zu lange auf Tap gewartet. Der war eigentlich gesehen. So, Tap. Komm. Mach schnell. Wie gehst du ihnen aus dem Weg? Ich geh einfach hier durch. Ich guck gerade in eine andere Richtung. So. Wie ist das möglich? Ah!
Also ist es kein Spielzeug. Warte. Urmutter, beschütze sie. Beschütze euch beide. Sie... Junge! Rettete mich. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Sie sind Ausgestoßene, beide. Und sie ist mutterlos. Komm jetzt! Zurück nach Mutterherz! Und ich... du? Der Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Gehen wir nach Hause. Komm mit. Ich kenne den Weg. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Bitte. Bleib weg, nicht Mutter! Und jetzt darf ich mich entscheiden, ob ich auf seinen Kopf werfe, ihm mit dem Stein den Stein aus der Hand werfe oder einfach den Stein fallen lasse. Was soll ich tun? Bin ich rachsüchtig und werfe auf seinen Kopf? Schütze ich mich vor dem nächsten Stein oder lasse ich meinen Stein fallen? Aus der Hand. Samson, du bist der Erste. Hallo, Samson. Ah! Hey! Du blutest. Lass mich mal sehen. Hier, halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist das nicht. Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm!
Und nun sind sie beide alt geworden. Oder groß. Rost? 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 Wo ist er? 2 Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Und man ist plötzlich schon Stufe 3. Ja. Und da hat sie jetzt schon gekämpft wie verrückt und richtig gut. Und wenn man jetzt hier normal anfängt, dann ist man natürlich erstmal wieder mega schlecht und muss erstmal Zielen üben und sowas. Aber ich habe ja schon ein bisschen vorgespielt. Von daher habe ich schon so ein bisschen grob. Kein Zurück mehr. Kampferfahrung. Das habe ich gerade mal eben an diesen Attrappen hier demonstriert. Tatsächlich ist das nämlich auch eine Aufgabe, wie ich gesehen habe, in den von der PlayStation, also ein PlayStation-Erfolg, dass man alle Kampfattrappen, die es gibt, besiegen soll oder umhauen soll. Und hier am Lagerfeuer kann man speichern. Und ja, alles, was zwischen Lagerfeuern passiert, ist nicht passiert. Naja. Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Wenn man zwischendrin stirbt. Deswegen ist es nicht ganz so einfach. Ich glaube, bei Videosequenzen wird auch gespeichert. Was macht er hier oben? Er steht da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Aloy, du bist hier. Alles in Ordnung? Gut, dass ich Spuren lesen kann. Was soll die Verzögerung? Ich entscheide mich jetzt mal für gut, dass ich Spuren lesen kann. Als du sagtest, dass wir jagen gehen, war mir nicht klar, dass ich dich aufspüren soll. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet, oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Ist sonst noch was mit dir? Ist sonst noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Ross, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Gibt es noch etwas? Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht.
Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. So, jetzt habe ich Aufgaben. Und bin frei. Also das Tutorial ist so gut, also ist eigentlich jetzt vorbei. Kriegt immer so einzelne Tutorials noch zu anderen Sachen. Und über das, ja, das Touchpad kommt man hier auf die in das Menü, wo man im Prinzip seine Aufgaben sieht. Da gibt es hier zwei. Zumindest bei dieser Quest. Dass ich erst einen Gegenstand besorgen soll und dann zu diesem Karst gehen soll. Ansonsten gibt es hier noch andere. Achso, hier ist die andere Quest. Mit der kauzigen Grata. Genau. Das ist die Hauptquest und die kauzige Grata ist eine Nebenquest. Das andere habe ich noch nicht entdeckt. Habe ich sonst hier schon irgendwas freigeschalten? Hier sind meine Waffen. Ein Speer und ein Bogen. Outfits habe ich nur eins. Verschiedene Rohstoffe habe ich schon gesammelt. Und anscheinend auch Spezialobjekte. So, ich kann Munition herstellen, das ist hier markiert. Habe ich aktuell keine Metallscherben für. Auch nicht für die Feuerpfeile. Karte, hier sind nochmal die Quests. Und ist da noch ein Ausrufezeichen? Achso. Wenn ich das noch nicht genauer angeguckt habe. Dann gibt es ein Notizbuch, wo die ganzen Audiologs drin sind, die ich schon angehört habe. Und das Hologramm und andere Sachen. Aber auch die Maschinen, die ich schon kenne. Läufer und Wächter. Und ich auch sehen kann, was die so als Loot haben und was deren Schwäche sind. So. Und drei Fähigkeitspunkte habe ich schon, die ich einsetzen kann. Und jetzt muss ich mal eben überlegen. Lockruf hatte ich recht früh gewählt. Weil es ganz gut ist, die rauslocken zu können. Um sie angreifen zu können. Und das ist natürlich auch gut, dass man mehr Zeit hat zum Angreifen. Ich nehme mal den. Und den Lockruf. Wieder fürs Erste. Sollte erstmal gehen. Und andere. Ja, einen Fertigkeitspunkt habe ich noch, den ich jetzt noch nicht verbraucht habe. Aber das ist okay. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. So, das war das Hüpfen. Dann kann ich hier. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. Jetzt soll ich nochmal die Karte öffnen. Aber ich kenne doch den Weg schon.
So, und jetzt kann ich wirklich frei umherlaufen auf der Karte. Ah, das ist der... Schon rot, habe ich schon alles von... Dieses Tal hinter mir gelassen. Das wird sich nach der Erprobung ändern. Zwei Tage. Zwei Tage, bis ich Antworten bekomme. Zwei Tage, dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Da liegt ein kaputter Wichter. Noch zwei Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. So viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Da ist Mutterherz. Oh, in die Richtung, die sie gerade guckt. Ein anderer Mensch. Wie freundlich. Ich gebe mich nicht mit ihresgleichen ab. Ich wünschte, die Ausgestoßene würde jemand anders belästigen. Ja, sehr freundlich. Eins ist ja dort. Ich muss ja erstmal dorthin. Das sehe ich hier auch dank meiner Skills. Mutterherz, Mutters Wacht. Sonst muss man die Schrift lesen können. Der Nora. Da sind die ersten anderen Wesen. Und zwar drei auf einmal. Kann ich... Alex meint, ich kann hier oben auf die Plattform. Will ich aber vielleicht gar nicht. Also was ich zum Beispiel machen kann, ist jetzt mal diese Fähigkeit zu verwenden und die anzulocken. Ich versuch's mal bei dem da. Oder erstmal bei dem. Ja, so klappt's nicht. Wenn man den genau ins Auge schießt, dann hat man auch recht schnell gewonnen.
Oder so halbwegs genau. Und dank meines Geräts kann ich jetzt sehen, wo noch welche sind. Und es ist nur noch der dort. In unmittelbarer Nähe. Der sieht mich auch nicht so schön. Die anderen haben nichts bemerkt. So. Vielleicht gleich noch ein paar Tiere fangen. Jetzt sehe ich den Truthahn nicht mehr, aber ich sehe noch den Pfeil. Und es war sogar ein Treffer. Da ist noch ein Fuchs. Schauen wir mal, ob wir den auch noch fangen können. Das hält sich eine Weile. Ist das so? Also der Pfeil ist schon ziemlich hilfreich, damit man auch ungefähr weiß, wo die Wesen sind, weil man die durchs hohe Gras doch auch recht schnell verlieren kann und nicht mehr erkennt, wo die sind. Okay, ich soll drei Lohen von Läufer sammeln. Dazu musste ich jetzt durch diese Gruppe von Jägern hindurch. Wächter heißen die. Ich sammle jetzt hier einfach erstmal alles auf, was ich so sehe. Speichern kann sicherlich auch nicht schaden. Und jetzt regnet es schön. Das kann ich gut gebrauchen. Ja, ich weiß noch gar nicht, wofür ich das gebrauchen kann. Ja, hier kann ich hochgehen. Das sind auf jeden Fall Läufer. Oh, und ein Fuchs. Kann ich ja von da oben angreifen. Dann müsste ich erstmal die Fähigkeit haben. Wobei, ich kann ja auf den Plattformen stehen. Das habe ich tatsächlich komplett übersehen, als ich das erste Mal hier war. Oh, das war sehr klug. Und da kommt ein Läufer. Er kann mich jetzt hier oben aber nicht angreifen. Von daher. Jetzt flieht er wohl. Aber das hatten wir ja dann bei den anderen Läufern auch schon gesehen, dass die auch gerne abhauen. Schön leise jetzt. So, da ist noch ein Wächter oder mehrere Wächter.
Die Läuferherde ist darüber gelaufen? Oder dort? Irgendeiner müsste der Angeschlagene sein, ich weiß es nicht. Jetzt erstmal einsammeln, was ich so an Beute gemacht habe. So, da ist noch eine ganze Reihe von Leuten. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Ach, da ist der Verletzte. Etwas düsterer Vergleich. Gruselige Geräusche. Ich werde angegriffen. Schon besser. So, habe ich meinen Grund, mich zu heilen. Ich habe keine Zeit mehr zum Erholen. Nein, habe ich nicht. Noch ein Gegner hier? Nee. Nicht direkt hier. Jetzt kann ich wieder Gesundheitszeug aufsammeln. So, eine Lua habe ich jetzt von einem Läufer bekommen. Aber ich brauche drei. Da hinten ist der Verletzte, aber der ist auch mitten in der Herde drin. Ist auch ungünstig. Okay, das sollte genügend sein. Sollte ich eigentlich 4 haben? Oh, ein Truthahn. Er rennt gerade fort. Ach, den habe ich doch getroffen.
Na toll. Jetzt. Okay. Frischer geht's nicht. So, manchmal sind die Gegenstände auch blau oder grün. Dann sind sie ein bisschen wertvoller. Hier ist eine Spule drin, die 5% mehr Schaden macht. Kann ich mir gleich mal angucken. Und ich habe... die erste Teilquest beendet. Und soll jetzt Feuerpfeile herstellen. Feuerpfeile. Mit L1 das Waffenrad öffnen. Dann kann ich die Feuerpfeile anstellen. Und einmal herstellen. Und jetzt habe ich 10 Stück davon. Und dann kann ich mit Cast um eine Stolperfalle pfeilen. Oder soll ich machen? Das ist die nächste Aufgabe. Ansonsten gehe ich nochmal in mein Inventar, weil ich habe ja jetzt hier so eine Spule bekommen, die 5% mehr Schaden macht. Und mit der kann man jede Menge andere Gegenstände. Und jetzt diese neue Munition, Feuerpfeile. Und mit der Spule kann man seine Waffe modifizieren und dadurch 5% mehr Schaden machen, wenn man die da einbaut. Zack. Ist doch nett. So. Auf der Karte sieht man hier noch eine weitere Quest, die man machen kann. Oder ich gehe direkt unter zu Cast. Ich habe ja hier noch die Quest von der Greta. Kann, denke ich, erstmal runtergehen zu Cast. Also dort entlang. Es ist echt ratsam immer nicht mit Feuerpfeilen auch immer wieder zu jagen und Tiere zu fangen. Denn man braucht die man braucht die Ressourcen von den Tieren auch. Nicht unbedingt das Fleisch, vor allem auch diese blauen und grünen Ressourcen. Wird man dann später noch sehen, wofür. Gut. Und das hier ist Mutters Wiege. Alle Orte heißen irgendwas mit Mutter. Ah. Das wollte ich doch gar nicht.
Der hüpft durch das Wasser. Was sehr einfach ist übrigens, sind Fische. Die können nämlich nicht wegrennen. Ganz exakt muss man auch nicht treffen, wie man sieht. Der Hase hüpft immer noch. Schon recht weit weg. Egal. Ein Glück, dass sie nicht mit mir sprechen. Ich wäre bestimmt nicht besonders nett. Da liegt was. Metallscherben, sehr gut. Erzmutter Lansra hatte recht mit ihr. Sie hat keinerlei Respekt für die Gesetze des Stammes. Ach, die Ausgestoßene. Oh nein, warum spricht sie mit mir? Trainingsattrappe? Ich habe den Läufern einen halben Tag lang nachgestellt und sie nie aufgeschaut. Vorratskiste. Okay, dann gehen wir mal zur Trainingsattrappe. Und die andere Vorratskiste, die war irgendwo da oben, ne? Ich kann ja nicht markieren, ist die auf dem Dach? Es wird Zeit, die Stolperfalle von Kars zu kaufen. Auf dem Stein. Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. Ein Wildschwein. Truthahn. So, ist hier noch irgendwo eine Vorratskiste? Das ist auch ein Tier, Truthahn. Ich glaube nicht. Bast wird die Erprobung gewinnen. Okay, Bast war der fiese Junge, der mir einen Stein an den Kopf geworfen hat. Ich muss ja die Erprobung gewinnen. Sonst erfahre ich ja nicht, wer ich bin. Genau, Türerei. Ja. Neue Pfeile und
Die Feuerpfeile kann ich jetzt auch voll machen. Ich sehe hier sonst niemanden. Scheint sicher zu sein. Ich denke, er wartet schon auf mich. Da ist er. Er wirkt nervös. Sieh an, sieh an, sieh an, wenn das keine Ausgestoßene ist. Urmutter, schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst, so wie du in andere Richtungen schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst verrenkst du dir was. Es schmerzt mich immer, wenn du kommst, Mädchen, so oder so. Gibt's einen Grund, warum du heute so griesgrämig bist? Nach der Erprobung wirst du Kriegerin, dann gehst du zu Händlern in Mutterherz. Vielleicht verliere ich einfach nicht gerne Kunden. Händler, die nicht mit Ausgestoßenen handeln, meinst du? Das stimmt. Unsere Zeit der Verbrechen ist vorbei. Glaubst du, ich erzähle herum, dass du mit Ausgestoßenen handelst? Ich glaube nicht, dass du mich verrätst. Aber man weiß ja nie. Mach dir keine Sorgen. Ich verrate nichts. Ja, das dachte ich mir. Aber trotzdem schön zu hören. Der Einzige, der von unseren Geschäften weiß, ist Rost. Ja, tja, er kann mich nicht verpfeifen, selbst wenn er es wollte. Ein gesetzestreuer Mann, dieser Rost. Wie erträgst du das nur? Du weißt nicht, warum er ausgestoßen wurde? Ich sagte doch nein. Ich glaube, niemand kennt den Grund. Es muss wohl was Ernstes gewesen sein, ist ja lebenslänglich. Warum riskierst du Handel mit Ausgestoßenen? Jedes Mal fragst du. Wenn du dauernd große Diskussionen führen willst, verschwinde. Weil du früher selbst einer warst, oder? Ja, ich wurde in einer der Metallruinen jenseits des Beckens erwischt. Stammhüter sagten, ich sei verdorben und gab mir 5 Jahre. Was war da in den Ruinen? Nichts, was ich deuten konnte. Nach der Zurückweisung versuchte ich wieder in Mutterherz zu leben, aber ich kannte dort keinen mehr und da waren so viele Leute, einfach überall. Hier gefällt es mir besser. Ja, dann handeln wir mal. Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast du sie noch? Hab ich. Aber besorg du mir eine Plündererlinse. Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig. Oh, ich kann zahlen. Ich habe vor kurzem einen Plünderer erledigt und die Linse ist perfekt erhalten. Das beurteile ich. Zeig her. Ja, die Stolperfalle soll ich besorgen. Das ist das Questziel. Und die Plündererlinse habe ich. Also kaufen wir eine Stolperfalle. Hier kann ich einen Platz wählen. Nehme ich mal den da unten. Okay. Dann kann ich noch Dinge verkaufen. Leider braucht man so gut wie alles irgendwie für andere Dinge. Deswegen ist es nicht so einfach, irgendwas zu verkaufen. Es sei denn, es steht explizit da, Verkauf gegen Metallscherben. Dann braucht man das für nichts anderes. Also nur Verkauf gegen Metallscherben. Man kann ja alles gegen Metallscherben verkaufen, aber eben auch... ja, für andere Dinge nutzen. Und bei Geschäfte mit Händlern sind dann so Sachen wie gerade das eben, nehme ich an. So, was man auch machen kann.
Eine Gratis-Probekiste bekomme ich auch. Nehme ich doch gern. Und die Gutscheine kann ich hier eintauschen. Ich hatte ja... Jetzt, wo du eine Stolperfalle hast, üb damit mal lieber woanders, okay? Mein Leben ist aufregend genug, ohne dass ein Haufen Sprengfallen hier herumliegt. Ehrlich. Jetzt sag bloß. Noch was? Bist du später noch hier, falls ich noch was kaufen möchte? Ich bin hier. Und wie immer bin ich an Teilen von allen Maschinen interessiert. Je besser die Teile, desto mehr Scherben zahle ich. Und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an. Wer weiß, vielleicht habe ich etwas, das dir bei der Erprobung hilft. So, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Das war dann wohl alles. Okay, viel Glück bei der Erprobung. Urmutters Segen und all das. Ich hab, was ich wollte. Jetzt auf zu Rust am Nordtor. Denn... So, ich habe jetzt eine, ein Tutorial für die Stolperfalle. Das kriegt man immer, wenn man neue Waffen bekommt. Kann man ein Tutorial dazu machen. Und noch ein paar extra EP dazu sammeln. So. Und ich hatte ja diese Schatzkiste. Kann ich öffnen. Okay, da sind ein paar Dinge drin. Und ich habe diese Gutscheine. Kaja, Hüter und Banuk reisender Gutschein. Kaja Nora. Kaja Händler, Nora Hüter und Banuk Reisender. Und die kann ich bei ihm tauschen. Das kann ich natürlich noch machen. Den Schockdraht habe ich jetzt für diese Stolperfalle bekommen. Und der Stärkungstrank war eben in der Rohstoffkiste drin. Und mit so einem Schnellreisepaket kann man schnell zwischen den Lagerfeuern hin und her reisen. So, außerdem habe ich jetzt hier so Ausrufezeichen. Die bedeuten, dass man seine Kapazitäten erhöhen kann. Zum Beispiel die Tragekapazität für die Stolperfallen-Munitionsbeutel. Da fehlt mir jetzt eine Lohe für, sonst könnte ich das ausbauen. Da, wo es so heller ist, nicht ausgegraut, da kann ich es tatsächlich auch gerade ausbauen. Da zum Beispiel meinen Waffenbeutel vergrößern. Oder meinen Outfitbeutel. Rohstoffbeutel. Ich würde es, glaube ich, erstmal so lassen. Den Waffenbeutel vergrößern ist, glaube ich, ganz gut. So kann ich jetzt noch mehr Munition herstellen. Ach doch nicht. Beutel-Upgrade. Na, dann war es doch was anderes. Dann sind es jetzt nur Gegenstände, die ich sammeln kann. Wovon ich jetzt mehr Platz habe im Inventar. Na gut, so schlimm ist es jetzt aber nicht, dass ich da was für ausgegeben habe. Und ich kann auch noch mal mit ihm reden. Was willst du jetzt? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen blauen Gegenstand haben will, wie diese bessere Kaja-Schleuder, dann kann man daraus auch eine Quest machen und sich eine Aufgabe erstellen, also mit Viereck.
Und dann hat man quasi... Ein neuer Tag, ein neuer Handel. Ich glaube, das war dann wohl... Okay. Gut. Dann habe ich jetzt hier noch eine zusätzliche Quest für die Kaderschleuder. Ich sehe, ich brauche noch 150 Metallscherben und 15 Lohn für, um das Ding zu kaufen. Auch nicht schlecht. So, meine Hauptquest wäre ja jetzt, dass ich Rost treffe am Nordtor. Aber ich habe ja hier noch Nebenquests, die würde ich erstmal machen wollen. Und zwar mit der Greta. Also markiere ich die mal als aktiv. Und auf dem Weg dorthin war ja noch eine andere Quest. Sehe ich jetzt nicht. Aber irgendwo hier auf dem Weg. Müssen wir nochmal die Augen aufhalten. Oder vielleicht hole ich mir auch noch dieses Lagerfeuer. Denn das habe ich noch nicht auf meiner Karte entdeckt. Ich glaube, ich habe nur die grünen. Und ich bin ja jetzt direkt in der Nähe. Lagerfeuer. Ach, da. Okay. Also, da sind noch Tiere. Einige. Versuche ich auch zu holen. Ein zerstörter Wächter. Kann ich einfach einsammeln. Dafür geben diese zerstörten Wächter auch immer kaum was. Oder generell die zerstörten Maschinen. Die haben dann wenig im Inventar. Hm, sehr nahrhaft. Südtor. Kann ich jetzt noch nicht raus.
Ja. Ich hab's aufgeschreckt. Zu weit weg wahrscheinlich. Truthahnknochen. Ja. Und diese Dinge? Kleine zähe Pflanze. Wie ein Truthahnknochen. Braucht man dann zum Modifizieren. Oder zum Herstellen. Mal gucken, ob ich hier noch was anbauen kann. Nein, da habe ich gerade keine Gegenstände. Und wenn man hier so reinguckt, dann sieht man, hier braucht man Fleisch für das Waffenbeutel-Upgrade. Und da braucht man dann auch immer mehr von diesen Tiergegenständen. Sieht man jetzt noch nicht. Mir sicher helfen. Oh, Wildschweine sind nicht so einfach. Oder nie. Die Geräusche haben schon deutlich signalisiert, dass da noch einer kommen sollte. Darüber.
wäre nicht verkehrt. Ja, toll. Gutes Fleisch. Ein Häschen. Leider verschreckt. Zu weit weg. Komm, Wächter. Tja, da habe ich anfangs auch noch wesentlich schlechter getroffen. Meine Läufer greift da einfach auch an. Und ihr so? Geh doch hier nur so spazieren. So, da gibt's eine Quest. Und da gibt's eine Quest. Direkt in meiner Nähe. Die liegt auf dem Weg zu Greta, die obere. Oder Grata. Die nicht so. Mach ich erstmal die. Wo ist sie? Direkt hinter mir. In der Richtung. Zwei da oben. Rom, kannst du mich hören?
Sag mir, nach wem rufst du? Brauchst du Hilfe? Ich habe nichts gegen Ausgestoßene, aber ich sollte nicht mit dir reden. Ich will keinen Ärger. Hier ist aber sonst niemand, der helfen könnte. Du hast wohl recht. Tut mir leid, ich wollte nicht gemein sein. Mein Bruder war ausgestoßen, jedoch nur auf Zeit. Er hätte heimkommen sollen, ist er aber nicht. Und sein Lager war voller Blut. Du sagtest, das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Was machst du ganz alleine hier draußen? Ich habe täglich eine Kerbe in die Wand geritzt, bis Broms Strafe vorbei war. Aber auch nach 3 weiteren war er nicht zurück. Ich bat die Stammmütter, Krieger zu ihm zu schicken. Doch sie fanden nur ein Lager voller Blut. Die Krieger glauben, dass er tot ist. Aber ich muss die Wahrheit wissen. Darum wollte ich ihn suchen. Irgendwie sind nicht ganz lippensynchron. Warum wurde dein Bruder verstoßen? Brom war immer ein bisschen anders. Ein bisschen wirr. Einer der Jäger war gemein und ließ ihn nie in Ruhe. Ich war nur eine Stunde weg. Der Jäger stellte ihm nach, doch diesmal schlug Brom mit einem Stein zurück und brach ihm den Schädel. Geister hätten es ihm befohlen, sagte er. Die Stimmen der Vergessenen. Es kostete ihn 10 Jahre. Hätte ich ihn nur nie allein gelassen. Was meinst du mit Vergessenen? Die Urmutter verdammt treulose Frevler und verbannt sie aus ihrem Gedächtnis. Diese verlorenen Geister sind die Vergessenen. Brom hat oft gesagt, sie sprechen zu ihm, befehlen ihm Dinge. Es war so schwer für ihn und ich konnte ihm nicht helfen. Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Wirklich? Dann lass mich mitkommen. Ich bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Bitte. So, dann habe ich eine weitere Quest. Der Vergessene. Gib dich zu Broms Lager. Ist jetzt dummerweise da hinten. Weit weg von Grata. Aber wisst ihr was? Ich muss meine Ausrüstung unbedingt trocken halten. Nein. Wir machen noch die Brom-Quest. Und dann eine Pause. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Mit den Plünderern möchte ich mich nicht anlegen. Deswegen mache ich um die mal einen Bogen. Könnte ich machen. Ich mag die Wächter. Irgendwie mag ich die. Ja, die sind so weit
ihn doch gerade markiert. Hä? So, hier sind Wächter. An Brooms Lager. Das ist der dritte Wächter. Eine Gans. Tierschädel-Talisman. Mein Magen etwas beruhigen. Als wenn sie das isst. So, und hier? Doch keine Leiche. Dahinter muss noch mehr stecken. Genau, hier ist Blut. Und ein Lagerfeuer, das kürzlich gelöscht wurde. Geht doch ums Lagerfeuer, oder? Ach. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Quatsch. So, da kann man sich eine Spur markieren. Und die ist jetzt immer da, wo das Blut zu sehen ist. Da war noch irgendwas? Nur das Lagerfeuer.
Wem gehört dieses Messer? Hat jemand Brom damit angegriffen? Scheint noch mehr Blut zu sein und es führt von hier weg. Alles voll mit Tieren hier. Ganz schön hart, aber das kenne ich ja. Schwierig zu widerstehen. Das Blut ins Lager gebracht? Die Blutspur endet hier, aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Gut, dass sie eine gute Fährtenleserin ist. Regen hängt in der Luft. Wir haben lange auf Regen gewartet. Ebenso. An denen muss ich eh vorbei. Eine neue Spule. Und noch eine Spule. Verderbnis. Laufe ich wieder zurück.
Das ist verrückt. Ob das Blut im Lager wohl von diesem Eber stammt? Oder von diesem? No. Endlich. Aber ich muss erstmal hier. Falls Brom das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Was haben diese Plünderer denn da? Gegen Plünderer. Aber auch ein bisschen doof angestellt. Oh, und schon wieder doof angestellt. Autsch. Die sind recht stark. Hebe ich mir für später auf. Das Wildschweinfleisch ist irgendwie weg. War wohl mal ein Wächter. Wem auch immer ich folge, er hat ihn erledigt. Okay. Jetzt habe ich irgendwie keine Spur mehr, oder? Wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer. Spur. Da lang. Das war doch ein Volltreffer. Und irgendwie sind die immer in Dreiergespannen unterwegs. Deswegen ist es recht gut planbar.
Ein echter Glücksfund. Die Wächterlinse? Etwas Vorrat. Jemand hat diese Vorräte geplündert. Rom war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Wo sind die Spuren? Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue! Ich höre dir nicht zu! Du musst erst schwören! Sie ist meine Schwester! Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue! Du... bist kein Geist. Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein! Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Bei so vielen Stimmen muss dir bestimmt der Kopf wehtun. Keine Angst, meine Stimme ist sanft und tröstend. Eine sanfte Stimme, wie Olaras. Das ist so lange her. Jahre. Ja. Ja, ich höre zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen. Lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir, außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst. Urmutter sei Dank. Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein, 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 nein. Nein, bitte, Schwester. Ich kann dich nicht schützen. Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Er fürchtet, dass diese Geister, die er hört, ihn gegen dich aufhetzen. Kann deine Stimme sie verstummen lassen? Ja, so wie es vorher war. Er hat nur einmal jemanden verletzt, der ihn provoziert hat. Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit.
Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. Quest erledigt. Es gibt eine bemerkenswerte Belohnungskiste. Die müsste jetzt in mein Inventar gewandert sein. Mit Metallscherben und Gegengeständen, wo ich schon voll bin im Inventar. Das heißt, ich lasse die Kiste sonst zu. Und im Notizbuch sind jetzt noch neue Wesen, nämlich die Plünderer, die ich bekämpft habe. Die haben eine Energiezelle und ein Radar. Neben ihrem Körperpanzer. Steht auch da, mit welcher Schwäche die besonders stark beschädigt werden können. Habe ich natürlich so nicht beschossen mit meinem Pfeil. Oder hat der Abriss? Na doch, der macht auch Abrissschaden, 25. Weiß der Schnee ganz schön. Ach, Stufe 5 habe ich damit auch erreicht. Dann habe ich jetzt 3 Fertigkeitspunkte, die ich wieder einsetzen kann. Und das möchte ich ja eigentlich gerne. Das würde ich ja eigentlich gerne meine Jägerfähigkeiten verstärken. Meine Bogenfähigkeit. Achso, hier ist es lang. Wohl, das ist der. Ach, hier ist Konzentration erhöht. Da muss ich erstmal diesen Schwerlastträger machen. Auch wenn ich solche Waffen noch gar nicht habe. Aber das ist dann längere Dauer, dass ich länger zielen kann und mehr Pfeile benutzen kann. Das ist ziemlich gut. Also gehe ich mal in die Richtung. Okay. Gut, dann ist diese Quest erledigt. Bin ich auch wieder ziemlich zurückgekommen. Auf die Position, wo ich losgegangen bin. Auf die Ausgangsposition. Okay. Gut, dann würde ich aber an dieser Stelle jetzt erstmal Schluss machen. Und dann können wir beim nächsten Mal mit der Grata, beziehungsweise erstmal mit dieser anderen Quest noch fortfahren, die jetzt hier irgendwo verborgen war. Genau. Aber ich gehe heute wieder
relativ zeitig ins Bett. Und zwar jetzt. Damit ich mich weiter erholen kann. Ja, dann sage ich mal tschüss und schönen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn euch der... Ja, danke, Thürerwall. Wenn euch der Stream gefallen hat und wir demnächst fortfahren können. Für mich ist das ja jetzt hier schon alles ein Stück weit bekannt. Oh, Thürerwall, vielen Dank für die 42 Bits. Denn eigentlich bin ich ja hier schon außerhalb der Karte gelandet. Also in diesem Bereich bin ich schon unterwegs gewesen. Aber wer weiß, vielleicht entdecke ich ja noch was. Für Hustensaft, danke dir. Aber Husten ist schon viel besser. Ist vor allem noch abhusten. Okay. Ja, da es mit PlayStation immer ein bisschen schwierig ist und ich gerade auch mein Handy nicht in der Nähe habe, bezüglich Raids, mache ich heute ohne Raid Schluss und dann sage ich nochmal danke und schlaft gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Bibi.